Nachdem seit Montag Kleinunternehmen bis 10 Mitarbeiter auch in Sachsen die Bundeszuschüsse beantragen können, hat ein regelrechter Run auf die Antragsformulare eingesetzt. Die Beantragung sollte bei der Sächsischen Aufbaubank SAB zunächst ausschließlich online erfolgen. Ergebnis: deren Server war offenbar dauerhaft überlastet, was folglich zu erheblichem Unmut der Betroffenen führte. Sachsens Handwerkstagpräsident Bäckermeister Roland Ermer kann dem nur zustimmen, zumal es Möglichkeiten zur Entlastung der SAB gegeben hätte. Ja, es ist schon enttäuschend aus Handwerkssicht, dass unsere Aufbaubank so eine Probleme hat mit ihrer Internetseite. Es war eigentlich Zeit genug, sich darauf vorzubereiten, dass ein hoher Andrang kommen wird. Das wusste jeder. Andere Bundesländer haben es auch geschafft. Es ist schade, dass nicht die Chance genutzt wurde oder genutzt wird, dass die Kammern auch mit in die Bearbeitung einbezogen werden. Kammern sind ja Gesellschaften öffentlichen Rechtes, die das genauso bearbeiten dürften. Das würde auch viel Arbeit aus der SAB rausnehmen. Auch das wäre eine Chance, da ja, schnell eine Änderung herbeizuführen. Und ja, es ist eben so, dass vielen die Angst unter den Nägeln brennt, wenn man nicht zu den Ersten gehört, vielleicht das Geld nicht zu bekommen oder die Kredite nicht zu bekommen. Insofern ist da schon mein Appell, auch an alle, ja, vielleicht ein bisschen Ruhe zu bewahren, aber es kann nicht sein, dass eine Förderbank in dem Land jetzt doch hier so ein Versagen zeigt. Wer Glück hatte und sich nach stundenlangen Versuchen doch den Antrag via Internet aufrufen und ausfüllen konnte, stieß so dann auf die nächste Hürde. Zu senden war der Antrag nämlich nicht, weil die Kundennummer fehlt, obwohl über dem Feld zur Eintragung sofern vorhanden steht. Wann und wie die Kundennummer erhältlich ist, erschließt sich dem Nutzer allerdings nicht. Was bleibt, ist der gute alte Weg über den Postversand. Nämlich ist es mittlerweile möglich, sich das Antragsformular von der SAB-Seite aus zu drucken.